Willkommen zum Feiern in der Kindernothilfe. Knapp 100 Kinder aus Duisburg und Umgebung bejubeln heute den 25. Geburtstag der Kinderrechte. Mit dabei ein prominentes Gesicht. Christoph Biemann aus der Sendung mit der Maus hat sich unter die Menge gemischt. Ja, um den Kinderrechte-Geburtstag zu feiern, eigentlich ist es ja auch nicht wirklich ein Grund zum Feiern, weil Kinderrechte gibt es seit 25 Jahren. Das ist nicht so eine lange Zeit und vor allen Dingen Kinderrechte gibt es nicht überall auf der Welt. Und selbst in Deutschland gibt es Kinder, die unter Armut leiden, 14%, das ist sehr viel. Ich glaube in Duisburg sogar ein Drittel der Kinder. Das ist eigentlich eine Schande für ein Land, finde ich. Und wenn in anderen Ländern Kinder arbeiten müssen, ist das eine Sache, Kinderrechtskonvention hin oder her, das darf einfach nicht sein. Und deswegen, um darauf aufmerksam zu machen, bin ich heute hier. Trotz des fröhlichen Anlasses und der guten Stimmung auf ein ernstes Thema eingehen, das ist heute in der Kindernothilfe Duisburg angesagt. Und wie das am besten geht, das hat Christoph Biemann mittlerweile raus. Denn noch immer lösen seine Lach- und Sachgeschichten Begeisterung und Interesse aus. Und das seit bereits mehr als 30 Jahren. Ja, also ich würde jedem wünschen, der seinen Beruf normal gut ausübt, dass er so eine Rückmeldung hat. Dann wären sie alle ganz glücklich. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen. Glücklich macht Christoph die Kinder heute auch mit Fotos und Autogrammen. Die Sendung mit der Maus kommt einfach immer noch an. Aber genauso wie die orangene Maus und der kleine blaue Elefant gehört auch der grüne Pullover zur Sendung dazu. Aber warum eigentlich? Ah, das ist eine lange Geschichte. Ich habe mal die Atommaus gedreht. Das hat sehr lange gedauert. Und das wusste ich vorher. Und da habe ich in meinen Schrank geguckt. Und damals waren diese verschiedenen bunten Pullis Mode. Und von den grünen hatte ich zwei. Habe ich gedacht, wenn einer in der Wäsche ist, habe ich immer noch den anderen. Und so ist es gekommen. So ist es gekommen und so ist es auch geblieben. Der TV-Moderator feiert gemeinsam mit den Kindern im grünen Pullover 25 Jahre Kinderrechte. Da darf natürlich eine angemessene Torte nicht fehlen. Aber trotz der positiven Entwicklung und dem, was bisher erreicht wurde, Christoph Biemann reicht das noch nicht. Er wünscht sich mehr für die Zukunft. Das werden wir in 25 Jahren dann wieder feiern, hoffentlich. Wir auch was zu feiern haben, dass nämlich die Kinderrechte vorangekommen sind. Ich fürchte, dass es dann nicht hundertprozentig so sein wird, dass wir dann schon ganz zufrieden sind. Aber ich hoffe, dass wir einen guten Schritt vorangemacht haben. Wir sind Kinder, der Stoff, aus dem die Zukunft ist.